Was ist der BMW für Baujahr? 91er Baujahr. Gut. So, sie wird umgebaut. Vorne machen wir einen Alukotflügel drauf. Es kommen Faltenbälge an die Gabel. Das Rieseninstrument kommt runter. Dann machen wir normale Taro drauf. Ein LSL-Lenker kommt drauf. Habe ich schon gesagt, von einer runden Lampe. Blinker halt auch. Andere Form als wie das. Hier tun wir ein paar Seitentafeln designen. Wir haben Bilder auf, du hast ja auch Bilder ausgedruckt. Ja. Da machen wir hier so eine Zwei-Mann-Sitzbank drauf, Heck halb für Kürzung. Hinten Blinker eventuell 3 in 1. Genau. Gut. Habe ich was vergessen? Nö. Griffheizung soll bleiben. Also, ja. Jetzt geht. Also Griffheizung bleiben. So, wir brauchen eine Griffheizung. Punkt. Lackierung machen wir nichts, bleibt so. Erstmal. Genau. Bleibt, ist auch gut. Sieht doch schön aus. Okay. Das Ding hat ABS. Okay. Grob, oder? Ja, ich sage mal, wie läuft es so? Ich würde ja auch gerne mal immer mal vorbeischauen, so wie der Zwischenstand ist. Das kannst du machen, da musst du aber jedes Mal eine Wurst mitbringen oder ein Kasten Bier. Das ist gar nicht zum Lachen, wir meinen das ernst hier. Punkt. Kennzeichenhalter hinten auch in die Mitte, nur mal so, damit ich das hier mal so festhalte. Also nicht irgendwie was Spezielles. Das tun wir hier ein bisschen schwarz machen, damit das wieder schön aussieht. Alles gut. Ja, links ist der Plast, ja. Ja, okay. Was hier auch nicht so gefällt, das ist hier der Kühlerschlauch. Der könnte man auch hier reinlegen, wenn es geht. Da brauchen wir vielleicht einen anderen Schlauch, damit er nicht so absteht. Und dann eventuell hier oben was designen. Hier, da haben wir schon einen Punkt. Hier haben wir auch einen Punkt, wo man was festschrauben kann. So Blechdesigner. Na, mal gucken. Das kann man ja erstmal aus Pappkarton machen. Und wenn das gefällt, sagst du, übernehmen. Wenn das nicht gefällt, lassen wir es weg. Ganz einfach. Gut, aber das mit dem Schlauch, ja, da hat er recht. Gut. Klappt das mit der BMW auseinandernehmen? Ja. Na, super. Die K75. Man hat es gefummelt, ne, da hängen. Oh Mann. Grauenvoll. Überall hängen Schräube. Steuergerät da hinten drin. Ja. Ach, der Tacho, das Geschirr hast du schon abgemacht? Ja. Okay. Na ja, gut. Sie wird das erstmal zerlegt, also die ist morgen noch nicht fertig, nur mal so. Gut, der Tank ist auch da. Alles klar. Wir haben auch einen Karton, aber hier ist so eine BMW, die ist schon durchdacht, ne? Ja, bis aufs Letzte. Bis aufs Letzte. Ja, ihr meint, der meint das so, ne? Du meinst das auch so, wie du sagst? Ja, ja. Ja, ja. Hier, Ralf. Ja. Wir machen Viersitzer aus dem Ding, weil die BMW, die ist ja so lang. Ja. Jetzt, wo die so nackig dasteht, du könntest. Der Rahmen kann ich dir noch ein bisschen verlängern. Du kannst du Viersitzer drauf machen. Dann machen wir einen Viersitzer draus. Ja. Hier, was der Kunde da für Idee hat, ne? Der will das da hinten kürzer haben, oder so ein Blödsinn. Verlängerung machen. Wir machen Verlängerungen. Leute, da ist mal was Neues. Das ist doch geil. Da gab es doch damals der Böhmerland, so hieß ich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat sogar 6 Sitze gehabt oder 8. Nee, den kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Böhmerland. Ich muss mal googeln, wie viele Sitze die gehabt hat. Wir machen auf jeden Fall 2 mehr. Mit dir kann das. Ja, wir haben so ein bisschen. Jo, klar. Der kannst du auch schon genießen. Aber. Bei der 750er kommst du klar mit dem Dreizylinder-Apparat. Geht gut. So. Gut, wollen wir mal gucken, was du gemacht hast. Das ist jetzt alles mal geheftet. Okay. Ja. Aber so sieht es eigentlich ganz gut aus, denke ich. Sitz im Blatt ist auch soweit. Hier wollen wir noch so erstmal Schablone machen, gell? Mach erstmal Schablone, wie ihm das gefällt. Ja, dahinter, das weiß ich nicht, das, weil du gemeint hast. Na, mal gucken. Das gefällt mir also. Du hast ja noch angeheftet, gell? Ja. Ja. Na gut. Da ist ja, geht's ja langsam in Arbeit. Die K75. Okay. Viel Spaß noch, Dirk. Mhm. Ja. Die BMW, die 750. Die ist abgedeckt. Dirk hat schon lackiert in der Sack. Der Motor wollte hier unerwähnt schwarz gemacht haben. Ja.
Der Jan hat ihn erst vorher sauber gemacht, alles. Das sieht auch alles gut aus. Na gut, sieht mir ja schlecht. Die Gabel ist auch schwarz. Ja. Also insgesamt. Es geht voran. Herr Dirk. Ja. Ich bin ja schon mal durchgeschlichen. Mal gucken, was für Astewenk wird was rausgedreht, gell? Oh! Das Schildschutzwerk ist drauf. Ja. Das sieht ja klasse aus. Und die Lampe hast du auch drauf. Ja. Die Lampe halt auch. Der Lenker, der ärgert dich noch ein bisschen, gell? Das soll eine Fußsammlung machen. Da ist okay. Elektrik hier drin, da brauche ich. Ja, ja, ja. Die Seitenbleche, ja. Die wollen das so haben. Die wollen dann auch die Folie abmachen, der will die auch so lassen. Ja, na gut. Gut, die Sitzbank hast du auch schon das Blech gebrochen. Ja, ja. Ein Traum. Das lackiert hat, hatte ich glaube ich schon. Ach, die Blinker sind auch drauf. Blinker und der Ende, das die Blende vom Auspuff. Oh, die ist aber auch wieder schön. Habe ich auch wieder schön gemacht. Die war ja richtig vergammelt. Gut, der Motor, das habe ich schon mal aufgenommen heute. Das, heute Morgen war das, dass der lackiert ist. Die Falkenbälge, die musst du aber oben noch ein wenig höher ziehen, ne? Ja, wo müssen wir irgendwie. Ja, hier, da müssen wir halt irgendwie eine Schelle drum machen. Dann bleiben die ja oben. Ja. Das ist kein Problem. Na, sieht gut aus. Alles klar. Oh, Tristan, es leuchtet ja alles. Du machst jetzt sogar einen Startversuch. Ja, ich probiere es. Ja. BMW-typisches Qualmen. Das ist immer so. Ja, wenn sie kalt sind. Licht brennt auch. Ich brenne. Ah, wie schön. Ein Traum. Ich habe dich überhaupt nicht weitergefilmt, wie du da hier eine Wahnsinnskabel rumgemacht hast. Aber ich kann mich doch erinnern, hier letzte Woche oder was, haben hier 100 Meter rausgeguckt. 500 Kabel. 500 Kabel. Sind alle weg? Ich habe die alle hier. Ne, du hast ja gekürzt, ne? Ja, sicher. Ja. Ich hab alles gekürzt. Ne, nur die, wo gar nichts grabieren, damit die das auch grabieren. Ja. Okay. ich hab daheim noch so einen alten Klassiker, da sind gar keine Kabel dran. Jetzt schmeißen wir die Kabel nicht weg, die können wir dann bei meinem Klassiker da verbrennen. Weil Kabel kostet Geld. Ja. Das ist nur von heute. Ja. Hast du noch mehr? Ja. Hast du noch mehr, ne? Ich hab hinten eine ganze Box voll Schrottkabel. Okay, da kriegen wir noch einmal dort zusammen. Gut, gut. Wenn ich eben gerade schon die Kamera überall an habe, ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Gut. Das hat doch der Dirk gestern gemacht, der Halter da oben, gell? Ja. Was sind das für knapp? Einmal ums ABS auszuschalten und einmal für die Griffheizung. Aha. Und einmal, ja, Bahnblinklichtschalter. Ach ja, da ist ja noch einer, stimmt. Na gut. Die sind auch beleuchtet, aber ja. Ich muss jetzt mal noch fertig machen. Gut, alles gut. Ja, so im Grobe haben wir es jetzt. Ich komme jetzt gerade vom Sattler. Da hat die Sitzbank gemacht. Finde ich wunderschön, was er da gemacht hat. Hier ohne sauberer Abschluss. Das ist richtig gut. So sieht sie von oben aus. Ja, das sieht gut aus, finde ich. Braucht das Ding nur noch ein paar Spiegel und TÜV. Eintrag. Jetzt machen wir erstmal eine Hofrunde. So, große, gut. Ich mache erstmal Hofrunde.
Ja, also mit der Sitzbank, ich muss noch mal sagen, das ist richtig schön geworden. Und hinter mir dem Heck, was wir da gemacht haben, finde ich auch gut. Ne? Hier die Bleche. Gut. Damit beschließe ich's. Dann warte ich noch auf meinen TÜV. Spiegel hat was dran. Und dann wird alles gut.